Moin Moin, ich werde euch heute in die Bedienung des Hot Roosters einweisen. Der Hot Rooster ist ein Wurstgriller, den ihr als Vorsatz für einen Infrarotheizstrahler verwendet. Vor der Benutzung muss der Direktheizstrahler gemäß den Herstellervorgaben aufgestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Strahler vertikal ausgerichtet ist. Den Hot Rooster hängt ihr nun vor den Strahler und legt die Fettauffangschale in das Gestell. Je nach Heizleistung des Strahlers könnt ihr ihn in Rasterstellung 1 bzw. 2 einstellen. Hier solltet ihr einen Testversuch mit der Stellung 1 unternehmen, damit die Wurst nicht gleich verbrennt. Das Umhängen des Gestells während des Grillen solltet ihr unterlassen. Dieser wird sehr heiß. Nach dem Starten des Strahlers könnt ihr den Rooster nach Belieben bestücken. Den beigefügten Zollstock verwenden wir als Grillzange zum Auflegen und zum Wenden der Wurst. Achtet unbedingt darauf, dass ihr den Heizstrahler nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien verwenden dürft. Auch dürft ihr den Hot Rooster während des Grillvorgangs auf gar keinen Fall anfassen. Dieser wird sehr heiß. Als perfekte Wurst hat sich die Rostbratwurst mit einer Länge von 20 cm erwiesen. Aber auch Schinkengriller und Currywurst lassen sich im Hot Rooster hervorragend grillen. Fetthaltige Würste solltet ihr vorher diagonal anschneiden, damit das Fett nicht unkontrolliert durch die Gegend spritzt.
Bereits nach kurzer Zeit stellt sich eine wunderschöne gleichmäßige Bräunung ein. Nach dem Grillen stellt ihr den Heizstrahler aus und lasst den Hot Rooster abkühlen, bevor ihr diesen zur Reinigung im Geschirrspüler stellt. Der Hot Rooster ist aus Edelstahl und kann nicht rosten. So, das war unser Tutorial zum Thema Hot Rooster. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Roostern.